Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 1 mit Chris. Ich habe gerade mal vorher gegoogelt und leider ist es im ersten Teil tatsächlich so, dass sich Zombies, die nicht wirklich getötet wurden, Gegner, die nicht wirklich besiegt wurden, regenerieren, wenn man den Raum verlässt. Das heißt, die drei Zombies oben haben sich jetzt wahrscheinlich wieder vollständig geheilt und ich habe sehr viel Munition verschwendet. Das alleine wäre schon fast Grund genug für mich, dass wir das Ganze nochmal neu starten, ehrlich gesagt. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich einfach die erste Folge nochmal neu machen soll. Aber wisst ihr was? YOLO! Wir gehen jetzt einfach weiter auf Expedition. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Wir haben immerhin die Macht der Zurückspultaste. So schlimm wird's schon nicht werden. Okay, Rebecca, komm mit mir. All right. Wenn du leben willst. Yes, sir. I'll do my best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Die Musik erinnert mich so stark an Mario 64. Da fehlt nur der zweite Part quasi, ne? Es geht genauso los, aber dann müsste eigentlich so ein kommen. Dum, 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 dum. Aber es ist wie dieses eine Wasserlevel da. Schnell in die Tür rein. Huiuiuiui. Das war knapp. Ich weiß, ich kann mir leider nicht wirklich merken, für was der Schwertschlüssel eigentlich gleich nochmal war und wo wir jetzt hin müssen und so weiter. Aber ich werde jetzt einfach mal ein bisschen drum erkunden. Sachen, an die ich mich noch erinnern kann und so weiter machen, ne? Und dann schauen wir mal. Nichts von Nutzen. Oh oh. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Schrotflintenmunition. Die nehme ich schon mal mit für später. Das ist sehr gut. Möchten Sie dies nehmen? Ich finde die Formulierungen schon noch lustig, oder? Möchten Sie dies nehmen? Deutschland ist manchmal, Deutsch besser gesagt, ist manchmal lustig. Möchten Sie dies nehmen? Wahrscheinlich steht da im Englischen einfach Take Item, Fragezeichen. Tagebuch des Wächters, 8. Mai 1998. Heute Nacht haben wir Poker gespielt mit dem Wachmann Scott sowie Alisa und Steve vom Forschungsteam. Steve hatte großes Glück, aber ich glaube, er hat gemogelt. Was für ein Mistkerl. 10. Mai 1998. Heute hat mich ein hochrangiger Wissenschaftler gebeten, auf ein paar neue Ungeheuer aufzupassen. Sie sehen aus wie Gorillas, die keine Haut haben. Ich frage mich, meint er damit wahrscheinlich die Hunter, ne? Höchstwahrscheinlich, aber die keine Haut haben? Die sehen eher aus wie schuppige Reptilien. Aber okay, 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 okay. Man hat mir aufgetragen, sie mit lebendem Futter zu versorgen. Als ich ein Schwein reinwarf, fingen sie an, damit zu spielen, rissen dem Schwein dann die Beine ab und zogen seine Gedärme heraus, bevor sie es dann endlich fraßen. 11. Mai 1998. Gegen 5 Uhr heute Morgen kam Scott herein und weckte mich abrupt auf. Er trug einen Schutzanzug, der wie ein Raumanzug aussah. Er forderte mich auch, ebenfalls einen anzuziehen. Ich erfuhr, dass es im Keller des Labors einen Zwischenfall gegeben habe. Das hat mich nicht weiter erstaunt, denn die Gelehrten ruhen sich nie aus, nicht mal bei Nacht. 12. Mai 1998. Seit gestern trage ich jetzt schon den lästigen Schutzanzug. Meine Haut wird runzelig und juckt ganz fürchterlich. Als eine Art Rache habe ich heute die Hunde nicht gefüttert. Jetzt fühle ich mich besser. 13. Mai 1998.
Ich bin heute zur medizinischen Vorsorge gegangen, weil mein Rücken völlig geschwollen war und schrecklich juckte. Sie haben einen großen Verband um meinen Rücken gewickelt und der Doktor sagte, ich müsste den Schutzanzug nicht länger tragen. Ich vermute, heute Nacht kann ich gut schlafen. 14. Mai 1998. Als ich heute Morgen aufwachte, fand ich eine Blase an meinem Fuß. Sie war sehr schmerzhaft. Als ich zum Hundezwinger ging, konnte ich schließlich nur noch den Fuß hinter mir herziehen. Die Biester sind heute den Morgen... Was? Die Biester sind seit dem Morgen ruhig. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich stelle fest, dass einige von ihnen abgehauen waren. Wahrscheinlich bekomme ich mächtig Ärger, wenn meine Vorgesetzten das herauskriegen. 15. Mai 1998. Obwohl ich mich nicht wohlfühle, hatte ich mich entschlossen, Nancy mal wieder zu besuchen. Seit langer Zeit hatte ich heute das erste Mal wieder einen freien Tag. Ich wurde allerdings auf dem Weg nach draußen von den Wachen aufgehalten. Sie haben behauptet, die Firma hätte angeordnet, dass niemand das Gelände verlassen darf. Ich darf nicht einmal mehr telefonieren. Was für ein Spiel wird hier eigentlich gespielt? 16. Mai 1998. Ich höre, dass einer der Wissenschaftler, der versucht hatte, aus dem Anwesen zu entkommen, in der letzten Nacht erschossen wurde. Mein ganzer Körper hat heute Nacht gebrannt und gejuckt. Als ich an der geschwollenen Stelle meinen Arm gekratzt habe, fiel ein Klumpen verfaultes Fleisch ab. Was zur Hölle passiert mit mir? 19. Mai 1998. Fieber weg, aber jucken. Hungrig und Hundefutter gegessen. Kratz, kratzend, Gott gekommen, Gesicht hässlich, darum getötet, lecker. 2, jucken, lecker. Oder sollte ich sagen, jucken, lecker. So ungefähr wahrscheinlich. Tagebuch des Wächters wurde gespeichert. Itchy Tasty. Na, das ist natürlich schon cool, dass sie hier so ein Dokument haben, das im Grunde schön langsam über eine Woche hinweg fast die Verwandlung von einem Angestellten bei Umbrella hin zu so einem Zombie aufzeigt. Nett. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Ich kann gerade nicht wirklich rangehen. Ich mach mal weg. Immer, wisst ihr, wirklich, also ich schwör's euch, Leute, ich schwör's euch, nie klingelt mein Telefon, nie will irgendwer irgendwie Kontakt zu mir aufnehmen, nie, nie, aber wie, ich nehme mal schnell ein Let's Play auf für 20 Minuten, dann geht alles drunter und drüber, dann klingelt an der Tür, die Katzen drehen durch und fangen an zu raufen, die Telefone klingeln. Crazy shit, ich schwör's euch, es ist wirklich so. Ich weiß natürlich, dass es nicht wirklich, wirklich so ist, ne? Ich weiß natürlich, dass das Zufall ist und mir kommt es nur so vor. Aber what the fuck? Wirklich. Der Tag, es ist jetzt gerade 16.50 Uhr, ne? 16.50 Uhr. Ich bin seit frühmorgens wach und habe gearbeitet und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, hey komm, ich nehme mal schnell noch ein Let's Play auf. Und bam, in dem Moment läutet das Telefon. Den ganzen Tag nicht davor, nix. Nix, auch keine SMS, gar nix. Es ist einfach so. Man hat es nicht leicht. Ach shit, wenn ich jetzt den kleinen Schlüssel nehme, den ich schon gern nehmen würde, habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Für das, was auch immer ich da draußen jetzt dann gleich kriege. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es ist, aber ich laufe mal schnell erstmal auf den Balkon und hol das. Was auch immer. Ich hol das etwas. Chris kriegt ja... Oh Gott. Es ist Forrest. Er wurde von Krähen zu Tode gehackt. Gut, dass Chris da so ein Experte ist, ne? Dass der das auch sofort sieht, dass das offensichtlich Krähenschnäbel waren, die hier attackiert haben. Ach, guck mal, ich krieg hier nur Pistolenmunition. Nice. Genau, weil Chris, soweit ich mich erinnern kann, kriegt er eben auch keinen Granatenwerfer, weil er Barry nicht hat oder so. Ich weiß nicht genau. Nein, Krähen. Nein, das war doch jetzt unnötig. Lieber Herr Gesangsverein, muss das sein?
Das ist aber cool, weil dann kann ich immerhin den kleinen Schlüssel mitnehmen. Chris mit seinen kleinen Schlüsseln, ey. Oh. Weißt du, das nervt mich. Ich habe ja beim letzten Mal noch gesagt, viele sagen so, die Türsequenzen sind so schlimm. Die kleinen Schlüssel, die sind das wirklich Schlimme an Resident Evil. Die kleinen Schlüssel, die ja coolerweise, finde ich, auch sogar dann im Remake. Jetzt klingelt mein Handy schon wieder. Nein, Handy, ich kann jetzt nicht telefonieren. Geh mal weg jetzt. Ich muss nachher dann zurückrufen. Warte mal ganz kurz. Weißt du was, ich schreibe? Ich muss schnell live hier eine Nachricht schreiben. Warte mal, mache ich schnell. Nehm gerade auf. Rufe in 10 Minuten zurück. Come on, ey. Ach, furchtbar. So. Hier ist gar keine Tür. Dann bin ich jetzt wieder an einem Punkt, wo ich nicht mehr genau weiß, wo wir hin müssen. Also werde ich einfach mal Türen abklappern, die wir noch nicht abgeklappert haben. So, Plan. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal Resident Evil 1 gespielt? Das Original hier. Weil ich weiß, es gibt einige, die spielen das quasi, ne, jeden Tag zum Frühstück durch einmal schnell. Ich bin keiner davon. Ich kann das auch wirklich nicht. Ich bin einfach wirklich nicht der Typ dafür. Ich spiele einfach echt gerne viele Spiele. Sehr viele Spiele durcheinander und wechsle auch die Genre und so weiter, ne? Das ist vielleicht so eine ADHS-Nebenwirkung auch ein bisschen. Oder was heißt Nebenwirkung? Ich weiß es nicht. Aber durch die Neurodiversität halt, ne? Durch mein ADHS und so weiter, braucht mein Hirn ständig neue Stimulationen. Ich kann mich nicht so lange und so intensiv mit einem Spiel beschäftigen. Das wird dann irgendwie frustrierend irgendwann für mich. Ich brauche dann neue Reize. Und deswegen spiele ich auch gern mal irgendwie ein Forza Horizon oder so. Oder irgendwelche, ne, Genre, die mich eigentlich so gar nicht interessieren. Aber es ist halt gerade was anderes und was Neues für mich. Und das ist für mich ganz wichtig. Jetzt hier Resident Evil zweimal durchspielen, das ist ein relativ kurzes Spiel und so weiter, das ist cool. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Starfield, das ja scheinbar New Game Plus hat, neu zu starten, nachdem ich da hunderte von Stunden drin verbracht habe, um Gottes Willen, das wäre für mich so super frustrierend. Ganz schlimm, ganz negativ für mich. Kann ich nicht. Die Wiederholung, ne, die würde mich umbringen bei sowas. Also nicht wortwörtlich, keine Sorge. Ich würde es schon überleben. Aber ja, ihr könnt euch deswegen vorstellen, dass so Fabrikarbeit, ne, so am Fließband stehen, habe ich in meinem Leben ja auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist die Hölle für mich. Das ist die Hölle für mich. Wenn es sowas wie eine Hölle gibt, ich glaube, das ist das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann. Dann werde ich da die Unendlichkeit damit verbringen, wenn ich in die Hölle komme, dass ich immer wieder die gleiche Tätigkeit mache. Immer und immer wieder, immer das Gleiche. Gut, Botanikbuch über medizinische Kräuter. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es viele Pflanzen. Habe ich einen guten Stimmmodifizierer, damit ich die Bücher in unterschiedlichen Stimmen vorlesen kann? Das wäre doch was. Hallo? So vielleicht. Na, schauen wir mal. Okay. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es viele Pflanzen, die eine heilende Wirkung haben. Das verwirrt mich so stark, wenn ich mich selber so höre über die Kopfhörer. Seit uralten Zeiten behandeln die Menschen schon Wunden und Krankheiten mit Hilfe von verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch werden wir Ihnen als Beispiel drei Kräuter vorstellen, die in der Gegend rings um Raccoon City wachsen und Ihnen deren Besonderheiten als Beispiel für jene Pflanzen darlegen, die medizinische Eigenschaften besitzen. Jedes der Kräuter hat eine unterschiedliche Farbe und eine andere Wirkung als Heilpflanzen. Die grüne Pflanze bringt körperliche Kraft zurück. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Gifte, während die roten Kräuter selbst keine direkte Eigeneffekte besitzen. Die roten Kräuter wirken sich erst
aus, wenn sie mit anderen Kräutern vermischt werden. Wenn Sie zum Beispiel diese roten Kräuter mit den Kräutern mischen, die Ihre körperliche Kraft erneuern, verdreifacht sich der Erholungseffekt. Durch Veränderung der Menge und Versuche mit diesen drei Kräutern können allerlei verschiedene Arten von Arzneien zubereitet werden. Die Feinheiten dabei überlasse ich Ihrem Fingerspitzengefühl, denn das ist der beste Weg, sich echtes Wissen anzueignen. Sehr wissenschaftlich, ne? Sehr wissenschaftlich. Okay. Gut. Nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches. Sie haben sie geöffnet. Dass das Spiel mich sieht, macht mich irgendwie fertig. Aber am geilsten finde ich halt einfach immer noch, sie sind tot. Es ist so höflich und so förmlich, das Spiel da, ne? Sehr geehrter Herr Landsquid, hiermit muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie verstorben sind. Ich wünsche Ihnen dennoch einen wunderschönen Aufenthalt und viel Spaß mit Resident Evil. Nehmen Sie sich Ihr digitales Ableben bitte nicht zu Herzen. Das passiert den besten Mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte akzeptieren Sie Ihren Tod. Man kann ja eh nichts mehr machen jetzt. Sie wurden halt mal von einem Hunter geköpft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin eine schöne Reise im Resident Evil Express. So ungefähr. So ungefähr wirkt das Spiel auf mich. Ich fürchte, der ist noch nicht tot. Aber warum hat er mich nicht ins Bein gebissen? Ich wäre gern Synchronsprecher für einen Zombie-Film mal. Das wäre nice, wirklich. Ich würde gern mal einen Zombie synchronisieren. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, ehrlich gesagt. Aber mit einem kurzen professionellen Briefing würde das schon klappen, glaube ich. I like to dance. Was sagen die Zombies in Deadly Premonition 2 gleich nochmal? Die sagen irgendwie... Ah, was sagen... Das war irgendwas Besonderes. Da liegt Holz im Kamin. An der Wand befindet sich ein Papierfetzen. Da liegt Holz im Kamin. Okay, wartet mal. Hat Chris im Original nicht standardmäßig ein Feuerzeug? Come on. Wirklich? Das ist nur im Remake so, dass Chris ein Feuerzeug hat? Nein, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Ich dachte, ich gehe jetzt dahin mit Chris und dann sagt er so, oh, ich habe hier zufällig mein Feuerzeug immer in der Hosentasche, immerhin bin ich Raucher. Und das passt ja auch, er ist ja auch Raucher. Aber er hat irgendwie zwischendrin, glaube ich, lange mal zu rauchen aufgehört, ne? Und dann aber bei Resident Evil Village hat er anscheinend wieder angefangen. Das sieht man wieder, zumindest rauchen. Und ich glaube, in Resident Evil 6 steht, glaube ich, ein Aschenbecher vor ihm auf dem Tisch. Das muss nichts bedeuten, ne? Aber, ja, sie haben sie geöffnet. Wir... sind hier. Warum sollte ich hier sein wollen? Drehen wir wieder um. Ich gehe mal unten in den Untertreppenraum. Der Untertreppenraum ist gut. Der Untertreppenraum ist ein Freund. Der Untertreppenraum hat uns nie was getan. Der war immer gut zu uns. Thank you.
Es ist wirklich immer so leicht genervt, ne? Es ist wirklich immer so ein bisschen so... muss das jetzt, Chris? Mann, ey. Guck dir den Fußboden an. Ich war früher hier fürs Putzen verantwortlich. Mir tut das immer noch im Herzen weh, auch jetzt als Zombie, wenn hier überall Blutflecken sind wegen dir. Hättest du nicht eine Folie unterlegen können, bevor du mich erschießt? Come on. Come on, Dude. Come on. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich will jetzt eigentlich fast gar nicht speichern. Ich will jetzt ehrlich gesagt fast gar nicht hier, ne, das Speicherband verschwenden. Auf normal dürften wir ja wesentlich weniger Speicherband und auch Heilung finden und Munition vor allem auch als auf leicht mit Chill. Das heißt, wir sollten schon ein bisschen sparsam mit dem Zeug umgehen. Naja, dann werde ich wohl gleich jetzt die nächste Folge aufnehmen, denn für die Folge hier machen wir jetzt auf jeden Fall Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gehe jetzt telefonieren. Macht's gut, bis dann. Ciao.